Guten Morgen, hier sind die Pizzaschnecken, einmal normal mit Pizzateig und einmal mit Blätterteig. Wir favorisieren Blätterteig, weil es matschiger und softer ist und das ist ein bisschen trockener. So, alles eingepackt, Brötchen sind fertig, Leni, ihre Tasche ist gepackt und jetzt starte ich mit Richard in den Tag und Leni geht ein bisschen später mit ihrem Papa los. Hallöchen, jetzt mal mit Gesicht. Ich habe jetzt Feierabend, es ist jetzt 14:45 Uhr. Ich sag's euch, ich bin schlagkaputt, aber auch nur, weil der Tag heute oder der Morgen heute schon so anstrengend war und so emotional und ja, keine Ahnung. Ich esse jetzt mein Frühstück. Ich habe mir Porridge gemacht und esse jetzt und dann hole ich Richard ab und dann werde ich gucken, ob ich mit Richard nochmal in eine Salzgrotte gehe oder gleich nach Hause. Das werde ich jetzt gleich spontan entscheiden, ob überhaupt noch Platz für uns ist. Aber jetzt muss ich erstmal flott essen, denn ich habe nämlich richtig Hunger, richtig Hunger. Ich habe heute Morgen, ich glaube nur bei dem Pizzabrötchen wollte ich mal kosten, da habe ich uns eins gemopst und habe ich mit abgebissen und das war's dann. Hallo Leute, es ist 20:15 Uhr und ich habe alles so gut es geht geschafft. Ich habe Richard vorhin abgeholt, ich habe noch mit ihm gespielt, bin dann in den Salon, in die Merkerstraße, habe da noch eine Kundin gemacht. Bin dann hierher und bin seit 18 Uhr oder 17:30, 17:45 hier und ja, habe jetzt hier noch ein bisschen zu tun, denn heute ist wieder der bekannte Beauty-Abend und ja, weil ihr das ja alles nicht mehr so seht. Ich liebe diesen Salon so sehr. Ja, genau und ja, ich denke noch eine Dreiviertelstunde und dann habe ich es geschafft und dann geht es nach Hause zu meinen beiden Prinzen. Ich kann euch nur sagen, ich vermisse Leni so krass. Ja, gut, ich höre auf zu reden, sonst, ihr wisst ja, muss ich weinen. Guten Morgen, erste Nacht ohne Leni geschafft. Und es ist einfach so komisch, es ist so komisch. Jetzt ist Dienstag, 7:10 Uhr. Und ich, oh ja, so war das gerade, und ich habe mich jetzt fertig gemacht. Hab gut geschlafen, denn Richard hat durchgeschlafen. Was wir eigentlich wirklich, wir sind ja vom Schlafen her echt oft verwöhnt gewesen. Und die letzten Monate eigentlich auch sehr. Und die letzten 4 Tage, 3 Tage eigentlich nicht mehr. Hin wie her, heute war es wieder toll. Es fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich sehr fit. Darüber freue ich mich, denn ihr wisst ja, ich habe euch erzählt, die Woche wird ein bisschen tricky. Und ja, ich war gestern, ich glaube, 21 Uhr zu Hause oder 21.15 Uhr. Mike und ich jeder noch eine Stütte gegessen. Und dann bin ich auch schon ins Bett, weil ich nämlich nicht wusste, ob der Richard wach wird. 22 Uhr, dann wollte ich schon wenigstens bettfertig sein. Und ja, genau, ich ziehe mir gerade meine Haare aufgefuscht. Eigentlich wäre heute Haarwaschtag, aber ich habe es gut hinbekommen. Bisschen Trockenshampoo, schiefen Scheitel habe ich, sehe ich gerade. Ja, genau, also heute konnte ich es nochmal rauszögern. Genau, die Frage kommt bestimmt, warum ich meine Haare, also warum sie so sind, wie sie sind. Also ich bekomme sehr viele Komplimente, was mich sehr erfreut. Ja, ich wollte ein bisschen weg von dem Barbie-Blond. Es macht einfach, ja, ich sage das immer so ein bisschen salopp, aber es ist immer sehr, ich mag es, ich liebe es an mir, ich finde es bei anderen wahnsinnig schick. Aber ja, es ist manchmal so ein bisschen sehr einfach und ich möchte das nicht mehr und ich wollte meine Haare ein bisschen schonen und ja, genau, die Haare leiden ja doch, wenn man die so komplett voll blondiert und ich muss auch wirklich sagen, ich merke das an meinen Haaren, also ich merke das wirklich, die sind viel gesünder und ja, genau. So, jetzt gehe ich runter, trinke einen Kaffee und ich habe seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, Halsschmerzen. Immer wieder Halsschmerzen. Es verschwindet nicht, es geht nicht weg, es kotzt mich an. Es tut richtig, richtig, richtig weh. Und morgens am Tür am schlimmsten. Und ja, ich wollte noch irgendetwas sagen, was ich jetzt vergessen habe. Es fällt mir schon jetzt schon ein, dass ich es sagen wollte und habe es nicht gesagt. Scheiße. Ich habe gestern 22 Uhr das Follow My Week hochgeladen und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Es geht einfach 46 Minuten. Aber ich hätte vielleicht noch hinschreiben müssen und ein DM-Haul. Okay, das werde ich noch in die Beschreibung packen, dass ihr nicht denkt, dass ich euch... Aber ich habe euch zugelabert. Und ich habe es gesehen, das habe ich ganz vergessen, dass ich Leni und Richard angeschimpft habe. Mal gucken, ob es da für Kommentare gibt. Es musste einfach
Die brauchen einfach Ansagen auch. Also auch Leni, das ist wirklich so, die stichelt manchmal und mein Arm fällt gerade ab. Die stichelt manchmal sehr und provoziert und Richard steigt natürlich voll drauf ein und ja. Okidoki. Ich mache erstmal Schluss hier. Okay, es ist mir eingefallen. Ich freue mich sehr. Und zwar wollte ich euch fragen, ich brauche Kontaktlinsentipps. Und ich glaube eher weiche. Also ich sage euch, was mein Problem ist. Wenn ich Kontaktlinsen trage, habe ich einfach das Gefühl, ich sehe verschwommen. Und wenn ich den ganzen Tag arbeite und ja so nah arbeite, dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich sehe nicht so richtig gut. Ich habe einfach das, ich gehe auch bald zum Optiker, also zum Augenarzt, aber Termine sind ja immer ein bisschen rar. Ich möchte aber mal eure Erfahrungen. Und dann hat mir jemand erzählt, dass sie eher immer festere Kontaktlinsen nimmt, weil die halt wirklich sitzen. Und ich hatte bei den Weichen auch immer das Gefühl, dass die so sehr sich mitbewegen, dass die sehr wandern. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich gerne bitte, bitte, bitte Kontaktlinsentipps. Ich möchte langsam nicht mehr immer Brille tragen. Und einfach das Lasern, ich habe wahnsinnige Angst. Und es ist natürlich auch ein finanzieller Punkt, ja. Es sind halt einfach, ich glaube, 5000 Euro kostet das. Oh, also Angst ist eigentlich wirklich gleichgestellt mit der Summe an sich, so, ne? Und weil der Leidensdruck halt doch nicht so groß ist. Ich meine, ich kann ohne Brille schon irgendwie sehen, aber halt wahnsinnig verschwommen und alles sehr unscharf und selber, ich habe es gerade gemerkt, aber also es geht halt also es geht am Ende nicht ohne Brille, so, das ist einfach ein Fakt. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die wachen auf und müssen wirklich sofort was reinmachen. Hinweg, mein Arm fällt ab, ich sterbe gleich. Läuft bei dir, Richard. Warte, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Hast du gut aufgefangen? Ja, mache ich auch weg. Also ich bin noch nicht confirm. Ich wollte eigentlich. Du siehst hier drauf das gleiche wie auf deinem Tisch. Also ich habe eigentlich wirklich nichts gefilmt, wie ihr seht. Es war sehr lecker. Ich hatte Walnussbratling. Ich kann nicht mehr. Es war köstlich, sehr köstlich. Hey, 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 ich melde mich noch mal ganz kurz. Es ist jetzt um 10. Ich bin seit einer halben Stunde zu Hause. Und ich wollte mich heute mittendrin immer mal melden. Es hat wieder nicht funktioniert. Ich habe heute so viele schöne Dinge gemacht. Ich habe heute wirklich so dolle, schön viele Dinge gemacht. Ich habe heute den ganzen Tag nur gezaubert. Ich habe eine wunderschöne Lippe gemacht. Ich habe eine wunderschöne Augenbraue, mehrere wunderschöne Augenbrauen gemacht. Ich habe auch ein paar Wimpern geklebt. Und ich hatte zum Schluss meine beiden Freundinnen. Da hat eine Nachbehandlung bekommen und eine Wimpernverlängerung. Die andere hat auch eine Wimpernverlängerung bekommen. Und irgendwie, ja, habe ich dann heute wirklich echt von 8:30 Uhr bis, ja, 20:15 Uhr wirklich kontinuierlich durchgearbeitet. Ich hatte eine halbe Stunde kurz Luft, in der ich telefoniert habe. Und es war einfach so ein ganz produktiver Tag und ich bin so froh, dass der Tag so produktiv und schnell war. Denn ich bin ja nämlich auch gerade in Leni im Zimmer, denn ich drehe durch. Ich drehe einfach durch. Ich vermisse Leni so krass. Naja, ich gehe jetzt auch einfach ins Bett. Also ich mache mich jetzt bettfertig und dann verschwinde ich einfach und hau einfach ab. Ich habe meine Farm nicht gespielt. Ich bin einfach nicht ich. Ja, mir fehlt so viel von mir und das macht mich richtig traurig. Naja, egal. Richard habe ich heute auch nur am Morgen gesehen. Und ja, morgen ist unser erster Schminkworkshop. Ich bin richtig aufgeregt und bin richtig gespannt und freue mich schon drauf. Und morgen werde ich euch aber auf jeden Fall kurz mal so zwei, drei Sachen abfilmen. Und ja, dann ist morgen nochmal ein langer Abend. Und dann ist aber erstmal Schluss. Dann habe ich erstmal einen ganz normalen Donnerstag, einen ganz normalen Freitag. Und dann kommt endlich Leni Nachmittag wieder. Und dann wird das ein ganz dolles, fettes Kuschel, Schnuffel, Puffel, Mädchenwochenende. Ja, genau. Richard geht es auch gut, da bin ich auch ganz glücklich. Und ja, so, jetzt gucke ich nochmal nach unserem Häschen. Der vermisst die Leni auch sehr. Ja, ich glaube schon.
okay, ich werde jetzt noch nichts machen. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Ich werde einfach nichts machen. Warum wollte ich schon wieder irgendwas machen? Ich mache jetzt nichts. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Doch, ich wollte was sagen. Ich wollte mich für diese ganzen lieben Kommentare bedanken. Ich danke euch wirklich von Herzen. Ich finde eure Kommentare und mir ist ja bewusst, dass auch irgendwann wieder was vorfallen wird. Und mir ist auch bewusst, dass ich irgendwas mache, was dem einen oder anderen nicht gefällt und der das dann auch sagt. Und es ist auch in Ordnung, ja, freie Meinung und so. Und wenn man sich öffentlich präsentiert, muss man auch damit rechnen und leben. Aber die Kommentare, die ihr jetzt geschrieben habt, die waren einfach so anders schön. Ihr habt so Sachen geschrieben, die ich tatsächlich auch fühle. Wie zum Beispiel, ihr seid sympathischer als je zuvor. Das heißt nicht, dass wir vor 3 Jahren oder 2 Jahren unsympathisch waren, sondern wir sind einfach bewusster, viel bewusster, auch wahnsinnig gereift. Uns hat Corona echt extrem verändert. Mich eigentlich doch zum Positiven, so, weil ich viele Dinge einfach ganz anders sehe. Und wir haben wirklich in den 2 Jahren nochmal so viele Entwicklungsphasen durchgemacht und haben uns auch mit uns selber beschäftigt. Und ihr spürt das und ihr spürt das einfach durch die Kamera. Und das finde ich so verrückt und ich finde es so liebevoll von euch, dass ihr das einfach kommuniziert und das einfach sagt. Das hat mich einfach sehr gefreut. Ich ärgere mich noch immer sehr, dass ich noch nicht so auf diese Kommentare eingehen kann, aber seht es mir wirklich nach und versucht es vielleicht ein kleines bisschen irgendwie, ja, versucht es einfach so ein bisschen zu verstehen. Ich war gerade so natürlich, hat mich auch vermisst. Ich bin wirklich sehr dankbar und glücklich und würde euch auch gerne antworten. Aber ich komme einfach noch nicht so richtig dazu. Und es tut mir auch wirklich leid, weil ihr habt es einfach verdient. So, ne? Deshalb möchte ich mich hier drüber echt bedanken. Und ja, vielen Dank. Okay, jetzt gehe ich ins Bett. Bis morgen früh. Guten Morgen. Oh, ich melde mich jetzt mal. Ich glaube, heute melde ich mich nicht auf. Ich habe heute die Kopfschmerzen des Todes. Es ist heute wirklich schlimm und ich hatte wieder eine furchtbare Nacht. Um 2 war die Nacht vorbei und ich bin erst um 12 ins Bett. Also ich habe 2 Stunden effektiv geschlafen und dann war Richard einfach wieder wach. Und der kommt gerade nicht zur Ruhe, ich kann machen, was ich will, es klappt nicht. Und dann habe ich es geschafft, weil ich habe mich mit in sein Zimmer gelegt. Und auf einmal war so eine Monsterhornisse, Biene, Wespe, Hornisse würde ich eher sagen, in seinem Zimmer. Ich habe gedacht, da fliegt ein Hubschrauber. Ich konnte nicht mehr. Ich lag dann da und dachte so, wach. Und Richard dann natürlich auch wieder wach. Dann dieses Vieh eliminiert. Ich sag's euch. Und jetzt habe ich wirklich krasse Kopfschmerzen. Naja, ich hätte ja heute eigentlich, ich habe ja mittwochs immer meinen Bürotag und Einkaufstag. Ich mache jetzt aber eine Kundin, der ich damit einen großen Gefallen tue. Das mache ich auch wirklich gern. Genau. Oh, mein Kopf tut so weh. Muss ja meine Haare auch heute noch waschen. Und das war jetzt mir alles ein bisschen zu viel, irgendwie an diesen Haaren rumziepen und meinen Kopf. Ich habe jetzt auch eine Tablette genommen. Jetzt war ich super ungern, Tabletten nehmen. Naja, aber auf jeden Fall, und danach geht's zu meiner Oma. Die habe ich jetzt 2 Tage nicht besuchen können, weil ihr wisst ja, was ich gemacht habe. Und nach meiner Oma geht's in die Ulrichstraße, da ist Teambesprechung, das machen wir einmal im Monat immer. Und dann habe ich eine kleine Pause. Dann geht es zu Richard in den Kindergarten. Heute ist Entwicklungsgespräch. Und danach ist dann unser Beauty-Abend. Beziehungsweise Schmink-Workshop. Yo. Ich bin gespannt, wie oft ich heute hier in die Kamera sprechen kann. Also, ich sag jetzt mal, schönen Start in den Tag. Aber das interessiert euch jetzt eigentlich nicht, weil ihr seht es ja erst am Montag. Richtig sinnlos. Ich bin nicht mehr alleine. Ich habe ein bisschen geknatscht und habe mir jetzt den Mike zur Seite gerufen. Denn ich merke, dass wir 2 Tage nicht wirklich viel Kontakt miteinander hatten. Nee, das stimmt. Und dass das heute nicht anders wird. Ja, und quasi. Das tut mir immer nicht so richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, meine Haarfarbe schmeichelt meinem ganzen Tank richtig gut, ja? Ja, findest du. Findest du nicht? Doch. Ich bekomme nur Komplimente. Doch. Also auf jeden Fall habe ich mir jetzt den Mikey geholt, habe ein bisschen, moralisch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, dass ich mich so nicht so, dass ich mich alleine fühle und dass das kommen soll, dass ich einen Herzpiep habe. Das sage ich immer, wenn ich traurig bin, ich habe einen Herzpiep. Und dann ist er gekommen und jetzt fahren wir zu meiner Oma zusammen. Mike wird aber in der Zeit einkaufen gehen, weil das alles, ja, es muss alles wirklich ein bisschen getaktet werden heute. Genau. Und dann ist 13 Uhr Teamtreffen. Ich habe wieder eine schöne Augenbraue gerade gezaubert. Das macht mir immer wieder aufs Neue ganz besonders viel Spaß. Das ist jedes Mal
Vor allem bei den älteren Herrschaften. Ja, das ist was die Feines. Die haben auch mal ganz viel, und ganz das, viel. Ja, das stimmt. Neues. Das macht auch immer wirklich dann richtig viel aus. Die sehen einfach, ich sage das jetzt mal salopp, 10 Jahre jünger aus. Das ist einfach so. Ja, und wenn man sich darauf einlässt, ach, ich liebe es einfach. So, was wollte ich noch sagen? Bist du dolle müde? Nö, geht eigentlich. Nö. Warum war eine doofe Nacht? Ich bin wieder so müde. Der muss doch auch selber kaputt sein, das frage ich mich immer. Dem muss es doch auch nicht gut gehen. Ach, also dieser Hubschrauber, der da heute Nacht in dem Zimmer war, ey, das war ein... Komm, sag mal, wie groß, das war riesig. Das war riesig. Das war ein Hubschrauber. Das war so laut. Das war eine kleine Wespe oder irgend so. Also die war nicht klein. Eine kleine Biene. Das war, also definitiv war das ein Helikopter und es war eine Hornisse. Eine Hornisse. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das war riesig. Naja, auf jeden Fall. Kannst du es dann vergessen? Wir waren wach, das Licht war an, jeder war wach und Richard stand immer da im Zimmer. Oh nein, oh nein. Und er hat gesagt, hä? Oh nein. Ja, es war süß. Na gut, jetzt mache ich Schluss. Ich hätte mich so, so, so gern viel, viel eher gemeldet, aber jetzt ist der Tag auch schon wieder rum. Wir waren zum Entwicklungsgespräch mit dem Richard. Ich war bei meiner Oma gewesen. Ich hatte Team-Meeting mit den Mädels, das machen wir immer. Und jetzt hatten wir gerade unseren Schmink-Workshop. Es war so hervorragend. Ich habe gerade Bilder ausgedruckt und gehe jetzt nochmal rüber. Wollte mich ja wenigstens mal ganz kurz melden. Wir haben es jetzt nur mal so zum zeitlichen Verständnis. 19.30 Uhr und ja, ich gehe jetzt erstmal rüber und es war so wunderschön. Ich bin richtig... Jetzt rufe ich jetzt aus. Nein! Jasmine, wir haben doch nichts zu verstecken. Nein. Und? Wie war unser Abend? Ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Tina hat viel zu viel gesprochen. Muss man nochmal drüber reden. Tina kann einfach ihren Mund nicht... Wo muss ich jetzt reingucken? Ich bin auch da. Das ist nämlich Licht doch da? Anstrengend. Okay. Ja, da genau. Okay. Aber nein, es war sehr schön. Ich möchte das doch, ich möchte doch so viel reden, weil ich das immer so schön finde mit anderen Menschen. Weiß. Ich fand es schön. Jasmin ist mir mehrfach ans Wort gefallen und hat gesagt, also, ich unterbreche das jetzt mal, ich beende das jetzt mal, ich sonst kürze das jetzt mal ab. Bin ja, ich der festen Überzeugung. Aber es war der erste Abend, es war sehr schön. Du, machen wir das doch auch zusammen, weil du bist die Resolute. Die Konsequente. Die und ich bin die... Und jetzt gehen wir schlafen. Jetzt gehen wir schlafen. Wir haben erstmal Hunger. Ja, oh ja, ich habe Hunger. Lars ja, hat auch schon gebeten. Lars hat schon gegessen, er hat heute ohne mich gegessen. Ja, ich weiß, krass, ne? Ja. Das gibt's da eigentlich nicht. Eigentlich gibt's das. Woran weiß man, dass ein Schminkworkshop echt erfolgreich war, wenn jemand sein eigenes Produkt sofort hier entsorgt? Und da ging es jetzt nicht, echt nicht, um das Produkt an sich oder die Marke an sich, total Quatsch. Da ging es jetzt darum, dass wir gesagt haben, das geht so nicht, das tut dir nicht gut. Sie hat es einfach hier in den Müll geschmissen. Sehr geil. Ich bin gerade zu Hause reingekommen und ihr hört es an meiner Stimme. Ich habe mich beeilt und guckt mal, mein Meisterkoch. Oh, riecht gut, Alter. Es riecht so lecker, das Mikey, riecht danke. Gut, bitteschön. Das glaubt einem doch keiner. Ich bin, also ich sag's euch, was möchtest du haben? Ja. Das hier? Ja. Das, dass ich das jetzt filme, das ist schon krass, weil genau so läuft unser Leben eigentlich seit knapp 2 Jahren. Nee, seit knapp einem Jahr. Also ich habe euch ja das leckere Essen gezeigt und 10 Minuten später ist Richard schreiend aufgewacht und dann haben wir ihn runtergeholt, weil wir natürlich, man spürt ja, wenn irgendwas anders ist als sonst. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren jetzt im Krankenhaus, ja. Sind jetzt wieder zu Hause, ja. Richard sitzt in der Badewanne, es ist 22.38 Uhr. Möchtest du ein Schiff haben? Ein Boot? Hi. Ja? Hi. Ja? Was möchtest du? Das Buch? Ja. Okay. Bitte schön. Hi. Das? Das? Ja. Bitte schön. Ja? Ich gebe dir einfach alles. Wie wär's damit? Hi. Na komm hier. Nimm einfach die ganze Kiste. Okay. Ja? Auf jeden Fall sind wir dann ins Krankenhaus. Ja. Ah, und das letzte noch, natürlich. Ja, weil wir dachten, das hat noch was mit der Nase zu tun. Wir haben ja da so ein paar Probleme. OP, nicht OP. Ja, und ich hätte jetzt schon Angst, dass irgendwas in der Nase steckt. Man weiß es ja nicht, was auch im Kindergarten passiert. Die können ja auch nicht 24/7 alles beobachten. Eine Erbse, ein Reiskorn, was weiß ich. Es steckt nichts in der Nase, es ist alles gut. Er hat einen etwas roten Hals.
Keine Ahnung, es war auf jeden Fall so dramatisch, dass ich wirklich auch Mike überzeugen konnte, der der letzte Typ ist, der noch ins Krankenhaus fährt. Also so als ehemaliger Rettungssanitäter ist man da auch einfach ein bisschen abgeklärter und geht nicht wegen jedem Kram los. Aber ich habe es geschafft, ihn so zu überreden, dass wir jetzt los sind. Naja, auf jeden Fall zum Glück Entwarnung. Und jetzt habe ich ihn in die Badewanne gesteckt. Der rubbelt auch die ganze Zeit an seiner Nase. Ich werde verrückt. Aber sie meint, das ist nichts. Naja, okay. Auf jeden Fall mache ich dann Richard Bett fein. Spiele nochmal ein normales Abendritual durch und dann geht er ins Bett. Ich mache mich jetzt auch Bett fertig und dann renne ich aber auch sowas von in dieses Bett. Ich wollte euch eigentlich noch so viel erzählen, wie schön dieser Beauty-Abend war. Der war so schön. Der Schmink-Workshop war wirklich so, so, so toll. Ich bin so glücklich und dankbar, die Chance zu bekommen, dass uns Menschen vertrauen und das erleben zu dürfen. Das muss ich echt nochmal sagen. Ja, Mike, seine Nudeln waren lecker. Ja, man sieht es mir, glaube ich, auch echt an. Also, gute Nacht. Heute war Mittwoch, habe ich das schon erwähnt? Guten Morgen! Ich hätte mich gern schon viel eher gemeldet, aber es war mir nicht möglich. Das war heute der erste Morgen, wo ich den Richard in den Kindergarten gebracht habe, die Woche. Und ich fange heute erst um 9 an. Die Nacht war dann ganz hervorragend. Also nach der Badewanne habe ich nochmal unser Abendritual durchgespielt. Eincremen, Buch angucken, kuscheln, ins Bettchen legen. Und er hat wirklich durchgeschlafen bis heute Morgen, ich glaube 6:30. Und dann sind wir aufgestanden, haben alles ganz entspannt gemacht und ich habe jetzt die Wohnung aufgeräumt. Ist alles jetzt wieder picobello. Man merkt schon, wenn ich so 3 Tage abstinent bin und wirklich nur zum Schlafen zu Hause bin, wie viel dann rumliegt. Der Mike, der versucht wirklich so gut es geht, ja, Ordnung zu halten, aber so richtig möglich ist es ihm dann doch nicht oder ihm dann doch nicht. Die Kameraperspektive tut mir gerade richtig gut, nicht. Aber ich schäme mich natürlich so schon ein kleines bisschen, was ich hier mache. Naja, ich hoffe, ihr hört mich auch. Deshalb habe ich jetzt beide Kopfhörer drin. Naja, ja. Jetzt habe ich aufgeräumt, wie gesagt, alles schön gemacht. Kaffee getrunken, großen Tee getrunken. Und jetzt laufe ich gerade, so gut es geht, entspannt zur Arbeit. Und ich lasse nochmal den Tag gestern Revue passieren. Ja, der wirklich sehr, sehr, sehr schön war. Und heute wird wirklich ein ganz entspannter Tag. Das brauche ich auch heute, ehrlich gesagt. Heute habe ich 15 Uhr Schluss. Dann hole ich Richie Boy ab. Und dann mache ich heute wirklich nur Shine Bright Like a Diamond, würde Tobias jetzt sagen. Beautiful you are. Ich mache heute einen richtig entspannten. Das sage ich euch. Da sind mir doch zu viele Menschen entgegengekommen. Ich werde heute auf jeden Fall einen Kuchen backen. Leni ihren Lieblingskuchen, das mache ich heute noch, weil ich weiß, dass sie sich darüber freuen wird, wenn sie morgen kommt. Dann ja, lässt der Mike heute Leni ihr Telefon reparieren, das ist vor einiger Zeit runtergefallen und das lässt er heute auch noch reparieren, dass die Scheibe wieder gut aussieht. Da hatten wir nämlich sie so ein bisschen mit bestraft und haben es einfach so gelassen und es war ist natürlich eine blanke Seuche, sind wir ehrlich. So ein kaputtes Display ist scheiße. Leni hat aber nicht einmal in der ganzen Zeit rumgemeckert, rumgejammert, bis sie dann einen Splitter im Daumen hatte. Da hat sie aber auch ganz cool reagiert und hat gesagt, ja, ich weiß, ich wollte es nur kurz sagen. Ja, das lässt Mike noch machen. Mike ist gerade beim Sport. Der fängt heute ein bisschen später an. Ja, ich glaube, jetzt ist alles soweit erzählt. Und ja, dann starte ich und melde mich wahrscheinlich erst heute Nachmittag. Tschüss! Huhu, ihr Lieben, ich melde mich jetzt noch mal ganz kurz. Es ist jetzt schon sehr, 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 sehr spät. Ich hatte heute einen schönen Nachmittag zu Hause. Mike, sein Papa war heute da. Und ja, wir haben dann schön Abendbrot gegessen und Richard ins Bett gebracht. Richard geht's zum Glück gut. Wer weiß, was das gestern war. Ja, Leni kommt morgen. Ich bin so glücklich. Ich bin so unendlich glücklich. Und ja, habe Leni einen Kuchen gebacken, ihren Lieblingskuchen. Einen Zupfkuchen. Und der ist, na klar,
Ich zeige ihn euch eh morgen. Der ist auf jeden Fall fertig. Das habe ich vorhin noch gemacht. Ich habe vorhin so ein bisschen die Zeit verduselt. Der Mike und ich, wir haben so ein bisschen gequatscht und was geguckt. Und auf einmal habe ich so gesagt, Mike, ich wollte noch einen Kuchen backen. Und es dauert ja dann quasi eine Stunde, bis der fertig ist im Ofen. Und dann habe ich noch eine Sache gemacht. Leni, die hatte sich schon seit ewiger Zeit, wünscht die sich Efeublätter im Zimmer. So. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, aber das ist ja erstmal zweitens. Habe mich auch dazu nicht geäußert. Ich habe gesagt, okay, gut, okay. Dann habe ich halt geguckt, wo ich was finde, was jetzt nicht ganz so aussieht. Und Leni hat in dem Zimmer so eine Lichterkette hängen am Fenster. Und da habe ich echt jetzt einzelne Efeu-Streben gefunden. Passt mal auf, zeige ich euch. Tada! Ich zeige es euch jetzt auch bewusst ohne Licht. Also das, die Lichterkette, die hang wie gesagt schon. Und ich habe jetzt so einzelne Streben gesucht. Ja, mir persönlich alles ein bisschen zu voll, zu viel, aber ich verstehe das, ja. Und genau, das habe ich jetzt noch gemacht, war ein bisschen eine Fummelei, aber ich habe das früher immer geliebt, wenn ich weg war und ich kam nach Hause und ich hatte irgendwie eine Überraschung. Ja, und jetzt muss ich noch den Wäschehaufen wegsortieren, dann mache ich hier noch eine ganz kleine Aufräumaktion und dann gehe ich auch ins Bett. Denn wir haben es jetzt, glaube ich, schon kurz vor elf. Ja, genau. Das war heute unser Tag. Und morgen ist endlich Wochenende. Eigentlich ging die Woche richtig schnell um. Und ich bin ganz glücklich, weil, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, es war ganz eigenartig ohne meine kleine Mausi. So, ich sage gute Nacht, auch wenn es nichts bringt, aber ich mache es trotzdem. Gute Nacht. Der Kuchen schmeckt gut, ja? Guten Morgen, ich bin wach und war schon richtig fleißig. Ich habe die Betten bezogen, ich habe zu Hause aufgeräumt, ich habe noch zweimal Wäsche gewaschen, ich habe zweimal Wäsche aufgehangen, ich habe zweimal den Trockner ausgeräumt, ich habe mein Bad geputzt und ich habe die Küche aufgeräumt. Ja, das war schön. Ich fühle mich richtig, richtig, richtig gut, denn Leni, ihre Lehrerin, hat in unserer Elterngruppe geschrieben, packt schon mal das Waschmittel bereit und ein Foto von den Schuhen geschickt. Die waren ja auf dem Brocken gewesen und ihr wisst ja, da ist jetzt noch so ein bisschen Schnee, aber halt mehr Matsch. Und ja, so müssen wohl die Sachen aussehen. 1-2 Stürze gab es wohl auch. Deshalb werde ich heute wahrscheinlich wirklich alles, was in diesem Koffer ist, durchwaschen. Alles, Jack, alles, alles, alles. Und da habe ich bestimmt das ganze Wochenende zu tun. Darum dachte ich, ich räume unseren Kram weg von dieser Woche. Und das habe ich geschafft. Mike bringt gerade den Richard in den Kindergarten. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich habe gesagt, bringst du ihn hoch? Dann kann ich nämlich noch eine Bestellung machen. Na, das war eigentlich nicht so, weil ich wollte mich eigentlich nur bei euch melden. Genau. Dann habe ich jetzt Kundschaft. Ich habe jetzt einmal Wimpern, eine neue Augenbraue und ein Lidstrich. Genau. Und dann wird es eng, weil Leni kommt 13.11 Uhr und ich bin so 12.45 Uhr fertig. Da muss ich schnell zum Bahnhof und muss, möchte, kann. Ihr wisst schon. Ja, und vorher möchte ich noch zwei Blumensträuße holen für die Lehrerinnen und das war's. Genau. Ja, und dann gehen wir nach Hause mit Lenchen. Ich glaube auch echt erstmal ohne Richard. Ich denke, das ist eine gute Idee. Genau, wir werden erstmal ohne Richard. Ja, genau, so machen wir es. Wir gehen nach dem Bahnhof gleich nach Hause. Gehen erstmal ohne Richard nach Hause. Dann können wir schon mal ein bisschen quatschen. Holen Richard heute ein kleines Müh später ab. Es ist zwar Freitag, aber da muss er heute mal durch, dass Leni einfach ihre Aufmerksamkeit von uns bekommt. Ja, genau, ich glaube, das ist der Plan. Ja, da kann ich dann auch schon mal ein, zwei Wäschen anschießen. Und dann ist wirklich Wochenende. Ich freue mich so sehr drauf. Ja, ich habe mitbekommen und da muss ich auch wieder achtsamer mit mir sein. Ihr wisst ja, Montag lang, Dienstag lang, Mittwoch lang, das war zu viel lang. Vor allem ist mein Problem ja einfach immer, dass ich ja jeden Tag ab um 6 wach bin und ab um 8 eigentlich um 8, um 9 auf Arbeit bin. Wenn ich lange Tage habe, muss ich später anfangen. Ist einfach ein Fakt, sonst ist dieser Tag so ultimativ lang. Naja, ja, Mikey, dem geht's auch gut. Habe sonst nichts zu erzählen und am Wochenende steht eigentlich auch so gut wie nichts an. Ach so, zum Eyeliner von Hanadi Beauty, den hatte ich euch ja gezeigt. Also, der lässt sich gut auftragen, aber der kam 20 Euro. Ich habe so einen 10% Rabatt bei Müller immer, also kennt ihr ja die von Rossmann.
Der ist jetzt nicht der Oberbrüller. Also ja, von der Haltbarkeit ist er auch nicht so Knüller. Denn irgendwie drehen meine Augen immer an den äußeren Winkeln, wenn ich da was dran habe. Und was soll ich euch sagen? Der geht dann halt auch ab. Also ja, die Spitze ist wie eine Spitze von... Wie oft soll ich mir jetzt noch auf den Schenkel klopfen? Die Spitze ist wie eine normale Eyeliner-Spitze. Also das ist jetzt nichts so... Boah, ich kann es mit meiner Hand nicht. Ehrlich, das nervt mich. Mensch! Junge, nee. So, ja. Also auf jeden Fall ist das jetzt nichts Krasses. Ja. Der Lipstick, der ist eine Vollkatastrophe. Also das Pinselchen vorne, beziehungsweise das Schwämmchen, es geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Knüppelhart. Lässt sie nicht gut auftragen. Konsistenz auch nicht gut. Hält nicht lange. Voll Schrott. Und da haben wir es wieder. Ich weiß nicht warum. Wenn ich Produkte herstelle... Was heißt Vollschrott? Für das, was ich gewohnt bin, ist es absolut Schrott. Punkt. So machen wir es mal so. Aber wenn ich schon Produkte herstelle und ja, und sie hat auch solche Sachen wie Huda Beauty und ihre ganze Kollektion sah auch eine Weile aus wie Huda Beauty oder Kylie Jenner, dann kann ich doch nicht sagen, Leute, ich habe einen Lipstick entwickelt, der ist besser als alle anderen auf dieser ganzen Welt. Dann sage ich einfach, Leute, ich habe einen Lipstick entwickelt und nicht der beste auf der ganzen Welt, wenn es nicht mal vom Pinselapplikator so ist. Naja. Mikey kommt gerade und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den Tag. Hi. Wir starten in den Tag. Wir starten in den Tag. Jo. Und ich halte die Kamera fest. Oh ja, das wäre gut. Ja. Tschüss. Tschüssi. Ich sag's euch, wir sind wieder komplett. Hi. Hi. Wir sind wieder komplett und Leni ist so, so, so happy über ihr Zimmer. Ja, das ist so schön. Und wir waren, also ich konnte es gar nicht abwarten. Ich war richtig aufgeregt und ich hatte richtig Bauchkribbeln und Tränen in den Augen. Und ich war so richtig, Mein Bett ist nicht gemacht. Sieht man nicht. Ah, das ist gut. Ja, auf jeden Fall war ich so richtig aufgeregt und hatte Bauchkribbeln und oh ja, es war so schön. Also es war super schön. Wir haben uns dann zum Mittagessen Burger King geholt, weil das war klar. Ja, und dann hat Leni alles erzählt, was so war. Alles, ausnahmlos alles. Die fand es sehr, sehr, sehr schön, sehr anstrengend. Das muss man einfach dazu sagen, es war sehr anstrengend, aber sie fand es wunderschön. Sie ist sehr glücklich, dass sie das mitmachen durfte. Hat sich mit ihren Lehrerinnen gut verstanden, mit ihren Schülerinnen schön verstanden. Mit meiner FSJ-Lehrerin. Mit deiner FSJ-Lehrerin gut verstanden. Mhm. Wahrscheinlich mit am allerbesten. Aber mit meinen Freunden am allerbesten. Ja, genau. Nee, und jetzt haben wir ein bisschen Sachen ausgepackt. Mhm. Ganz viel gequatscht. Ich habe jetzt eine Wäsche angestellt. Ziehe jetzt meine Schnuffelsachen untenrum an. Mike, der holt gerade den kleinen dicken Mann ab. Und dann ist hier für uns Wochenende. Mhm. Für mich war schon lange Wochenende. Das stimmt. Meine Maus. Aber anstrengendes Wochenende. Ja, na gut. Wir bleiben jetzt erstmal für uns. Ja. Das wäre ja nicht ich, wenn ich hier schon wieder nicht alle Häufchen beseitigt hätte. Frisch gewaschen. Letzter Haufen. Bettwäsche gewaschen von heute Morgen. Das sind die Sachen, die Leni mit hatte. Und jetzt noch eine Sache. Ich sag's euch, ich hänge an diesem Pullover fest. Ich ziehe dem Richard wirklich keine großartig preisintensiven Sachen an. Ja, ihr seht's. Trotzdem ist es immer schade, wenn dann solche Sachen so aussehen. Es ist alles in Ordnung, es ist Kindergartenkind, ich weiß Bescheid, bla bla bla. Und ich krieg's einfach nicht raus. Jetzt habe ich einen Hack auf TikTok gesehen. Also der Pullover hat auch leider nicht mehr die Farbe, die er hatte, weil ich den jetzt so oft gewaschen habe. Der war eigentlich so richtig schön gelb-gelb. Jetzt ist der schon so ein bisschen weiß-gelb, hin wie her. Haarspray. Ich habe jetzt Haarspray drauf gesprüht. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich wasche den Pullover jetzt zum 181.000. Mal. Ja. Nächste Ladung. Ach, never ending story. Huhu, hello, hello. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht heute gemeldet. Heute ist Samstag, es ist jetzt 13.34 Uhr. Wir hatten einen ganz entspannten, chilligen Morgen. Leni und ich sind jetzt noch mal ganz kurz im Salon und dann geht's zu Oma zum Geburtstag. Genau. Was denn? Nix. Wir sind wieder glücklich. Wir sind so glücklich. Wir sind alle Mann komplett und oh, ist einfach nur schön. Die Nacht war, naja, ich habe bei Richard geschlafen. Der war 500 Millionen Mal wach. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, und meine Haare sind heller geworden, weil ich nämlich... weil ich in der Badewanne war und da ist dann die Tönung geht nach und nach raus.
Aber I like, ich mag's. Ich filme euch kurz unser Abendessen. Ich werde euch nachher den Eintrag zeigen, das ist aus dem Thermomix mit Reis. Ja. Leute, ein typischer Sonntag und echter kann man kein Follow My Day drehen oder Follow My Week. Wir sitzen alle schön zusammen. Tobias, ich habe dir nicht richtig gefilmt, keine Sorge. Hi. Hey, Maxen. Guten Morgen, was für ein Anfang. Oh, ich fuck ab, ehrlich, ich sag's euch. Ich habe voll meine Dosis Mactastic umgekippt. Krise. Guten Morgen, jetzt melde ich mich mal. Also mein Morgen hat ja schon ereignisreicher gestartet. Ich habe meinen Mactastic-Pulver ausgekippt, fallen lassen, wie auch immer. Naja, was soll's. Dann habe ich mich richtig fertig gemacht. Ich war vorhin noch im Bademantel gewesen, hatte noch meinen Turban auf dem Kopf, habe jetzt meine Haare gemacht. Geschminkt war ich schon. Ich habe jetzt langsam wieder meinen normalen Rhythmus gefunden, bin ich richtig glücklich. Ich hatte so eine Zeit lang einen kleinen Break, irgendwie war ich nicht mehr ganz organisiert und habe das mit Richard nicht ganz hinbekommen. Richard ist auch zu früh wach geworden und hat auch zu kurz geschlafen. Also irgendwie war ich da nie bereit, meine Haare richtig zu machen, habe die einfach nur irgendwie trocknen lassen, zusammengeknödelt und fertig. Ihr wisst ja, dass ich das zum Beispiel echt nicht mag. Ich liebe das ja, wenn meine Haare wirklich gestylt sind, einfach weil sie länger halten, nicht so schnell fettig werden. Ich habe es ja schon erwähnt, seitdem ich hier meine Naturhaarfarbe habe und meine Haare wirklich wieder gesünder sind, fetten sie natürlich auch wieder viel schneller. Ich will damit nicht sagen, dass ich meine alte Haarfarbe nicht geliebt habe. Ich habe sie abgöttisch geliebt. Ich fand das blond am blondesten richtig geil. Aber ich sage euch wirklich, was meine Haare haben, ist mir natürlich nicht gedankt, dass ich sie vom Fach von oben bis unten durchblondiert habe. Ich hatte 5 Millionen Schnipsel, Knipsel, Haarausfall. Meine Kopfhaut hat natürlich so oder so gelitten, das hatte ich euch ja erzählt. Meinen Haaren geht es jetzt bedeutend besser. Also wirklich, ich sehe das auch jeden Tag, also alle 3 Tage, wenn ich mir dann meine Haare style, sehe ich das aufs Neue. Wie wenig Haare ich verliere beim Föhnen, das ist wirklich krass. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Rhythmus wieder gefunden. Bin hier irgendwie echt, mein Arm fällt ab, ist nicht so scheiße. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich meinen Rhythmus gefunden habe. Heute ist Dienstag, gestern war logischerweise Montag und ich habe gestern ich habe gar nicht gefilmt. Gestern war nicht so ein guter Tag, ich hatte so ein kleines bisschen ich weiß auch nicht, ich kann es nicht genau beschreiben, also irgendwie war ich einfach nicht so gut drauf. Und dann hatte Leni auch gestern schulfrei, die haben mich dann von Arbeit abgeholt, Richard, Mike und Leni, und dann sind wir... haben wir noch was besorgt und dann haben wir Richard abgeholt und nach Hause und ja, kann ich das nämlich einfach abstellen? Ja, genau, also das haben wir gemacht und dann haben wir abends auch nur Abendbrot gegessen. Ich habe noch ein bisschen was, wie alt man gleich von so aussieht, was ist das? Auf jeden Fall habe ich ja dann noch ein bisschen was für den Salon gemacht. Ich habe gestern ganz lange noch mich belesen und was rausgesucht und mich informiert und dann haben wir noch Kampf der Real, nein, haben wir nicht, wir haben prominent getrennt geguckt und dabei habe ich nebenbei noch ein paar Bestellungen gemacht. Also gestern war irgendwie so ein Tag, der ging so ganz flott rum. Der war zwar schön und alles war gut, aber ich war nicht so gut drauf, ich war nicht so gesprächig und so. Also ja, deshalb habe ich mich einfach dann gar nicht gemeldet. Ich habe auch noch nicht das Video bearbeitet, das werde ich heute machen. Aber ich muss mal gucken, wann und wie ich das mache, denn jetzt habe ich erstmal durchgehend zu tun. Ich kann heute... Ich habe das große Glück, dass ich, glaube ich, heute 3 Augenbrauen pigmentiere. Ja, 3, genau. Und danach geht es wahrscheinlich zu meiner Oma. Und danach geht es nach Hause, weil dann meine Mama und Mike sein Papa kommt. Jetzt hat der obligatorische Oma- und Opa-Dienstag. Und danach gehe ich zu meiner Freundin, denn die hat heute Geburtstag und die möchte ich auf dem Wein besuchen. Genau. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Es ist so Wahnsinn, es geht einfach so rucki zucki wanucki. Ja, und dann freue ich mich natürlich schon irgendwie, denn ich habe ja morgen Geburtstag. Das ist cool. Ja, genau. So, bin ich ganz froh. Beim Mittwoch habe ich eh immer meinen Büro, Einkaufstag, Sortiertag. Ist ja immer so, dass ich am Mittwoch einfach immer so viel mache, dass es sich echt nicht nur mehr anfühlt, sondern dass es mehr ist als in der Woche. Ja, und deshalb, ich hoffe, dass es morgen nicht so ist. Wir verschieben auch unseren Einkauf einfach. Und Mike macht es dann irgendwie alleine Donnerstag oder Freitag. Ja,
So sieht's aus, Leute. Dann würde ich sagen, starte ich jetzt in den Tag. Ich bringe jetzt Richard in den Kindergarten. Und dann geht's los. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen.